Ihr seht jetzt, wie wir den Motor von der XT600 einmal komplett in alle Einzelteile zerlegen. Und das ist ein Motor, der in sehr vielen Yamaha Einzylinder-Motorrädern zu finden ist. Der wurde nicht nur in der XT600 verbaut, sondern auch in der TT600, in der XT550, in der XT600 Z Teneré und in der SRX600. Und die Motoren sind alle so ziemlich baugleich. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Motorvarianten sind dabei wirklich marginal. Manche Modelle haben dann zum Beispiel eine andere Zündung verbaut oder haben irgendwo eine dickere Unterlegscheibe drunter oder andere Distanzhülsen, aber dieser Film passt auf alle eben genannten Modelle. Und wir zerlegen den Motor jetzt hier komplett, einmal von A bis Z, und von uns wurde bewusst ein Motor gewählt, der gleichzeitig E- und Kickstarter hat, weil es diese Motormodelle in verschiedenen Variationen gibt. Es gibt einmal die, die haben nur einen E-Starter, dann gibt es die, die haben nur einen Kickstarter, und die Fraktion, die wir jetzt zerlegen, der hat beides, E-Starter und Kickstarter, und so decken wir für euch gleich beide Varianten ab, was das Zerlegen angeht. Und noch kurz was zum Demontagevorgang als solcher. Zum Demontieren von so einem Motor muss man natürlich den Motor aus dem Motorrad ausbauen. Und wenn man den Motor erstmal aus dem Motorrad ausgebaut hat, dann neigt man ja dazu, einfach mal irgendwo anzufangen und irgendwas abzuschrauben. Entweder weil man das passende Werkzeug dafür gerade in der Hand hat oder weil einem das Teil gerade so lustig anguckt oder weil man da halt gerade so gut drankommt. Das funktioniert auch bei vielen Motoren eigentlich ganz gut, dass man da immer irgendwo anfangen kann, was auseinanderzunehmen. Bei dieser Art von Motoren ist es ratsam, die in einer bestimmten Reihenfolge zu zerlegen, weil es, wenn man Sachen vorher abschraubt oder zu spät abschraubt, es sein kann, dass ihr, wenn ihr das in der falschen Reihenfolge macht, bestimmte Bauteile beschädigt. Darum, wenn ihr diesen Film seht und ihr möchtet das hinterher nachmachen, empfehle ich euch, diese Reihenfolge einzuhalten. Und noch ganz kurz, wenn ihr den Motor ausgebaut habt, dann lasst das Öl ab und lasst den Motor wirklich eine ganze Nacht ausbluten. Dann wird die Sauerei oder besser gesagt die Ölschmiererei beim Zerlegen auf ein Minimum reduziert. So, und jetzt geht's los. Zuerst mal das Antriebsritzel abnehmen, und dafür haben wir vorher einen Gang eingelegt, um das Ritzel zu blockieren. Und den Gang nehmen wir jetzt wieder raus und geben so das Getriebe wieder frei in den Leerlauf. Ein super wichtiger Tipp zum Zerlegen ganz am Anfang. Solche Motorräder und die Motoren in den Motorrädern werden natürlich sehr gerne im Dreck und im Schlamm bewegt. Und das teilweise jahrelang. Und weil die Motoren ja immer sehr heiß werden, frisst sich dann in den Schraubenköpfen der Dreck, also der Schlamm, durch den man die Kisten dann durchscheucht, immer total fest. Jetzt wird natürlich auch bei Enduros wie diesen immer auch der Dirt Devil dazu gezwungen und hinterher auch mal das ganze Dirt Disaster mit einem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Aber das reicht nicht aus, um wirklich den ganzen Schraubendreck in den Schrauben rauszuholen. Wenn der Schraubendreck in den Schraubenköpfen drin ist, dann kann man halt bestimmte Werkzeuge nicht mehr vernünftig ansetzen. Und wenn man dann noch Werkzeuge benutzt, wie zum Beispiel jetzt einen Imbusschlüssel, an dem die Flanken dann auch vielleicht nicht mehr so ganz 100% jungfräulich sind, dann treffen zwei Sachen aufeinander. Man hat also ein Werkzeug, das nicht mehr so 100% Taco ist, und man hat eine Schraube, wo man nicht 100% ansetzen kann. Und dann, wenn man es wirklich verkackt, so, wenn eine Schraube mal ein bisschen fester ist, dann kann es sein, dass man sich dann den Schraubenkopf innen drin rund dreht. Hier ein guter Rat. Nehmt euch einen kleinen Nagel oder nehmt euch einen kleinen Spatel und kratzt vorher sorgsam alle Schraubenköpfe aus, bevor ihr sie löst. Wie gesagt, das dauert eine Minute, dann habt ihr alle Schraubenköpfe freigekratzt, aber es dauert teilweise eine Stunde, bis ihr eine Schraube raus habt, die ihr von innen rund gedreht habt oder abgerissen habt.
Der Motordeckel lässt sich, wenn alle Schrauben gelöst sind, wirklich extrem einfach abnehmen. Aber es gibt eine Schraube, die ständig beim Demontieren vergessen wird. Und das ist die hier. Die sitzt da unten im Inneren des Motordeckels in einer Ecke. Und wenn man die vergisst, dann tut sich am Motordeckel nichts. Nun brauchen wir so einen Abzieher. Das hier ist ein selbstgebauter Abzieher. Der ist sehr robust. Wenn ihr euch so einen Abzieher zulegt, kauft euch keinen billigen. Die sind meistens zu dünn und verbiegen sehr leicht. Und diese Mutter drehen wir nach dem Lösen umgedreht wieder drauf, sodass sie fast bündig abschließt. So, dass wir jetzt für den Abzieher eine größere Auflagefläche haben. Und diese Schrauben darf man auf gar keinen Fall ganz bis durchs Gewinde durchschrauben, sondern man muss knapp vorm Gewindeende aufhören. Also am besten ist es, die Schrauben vom Abzieher mit der Hand durchzudrehen, bis man auf einen Anschlag stößt und dann wieder so ein kleines Stück zurück. Ihr müsst natürlich schon das ganze Gewinde aus dem Polrad erwischen. Dann den Abzieher so gerade wie möglich ansetzen. Jetzt können wir das Rad lösen und abnehmen. Und natürlich immer auf alle Kleinteile achten, die euch da so entgegengucken. Wie hier diese Halbmondkeil in der Welle oder Unterleg- und Anlaufscheiben. Wenn ihr irgendwas zum allerersten Mal demontiert, dann schmeißt die Klamotten bei der Demontage auf gar keinen Fall durcheinander, sondern sorgt dafür so eine richtig disziplinierte Ordnung bei den Teilen und ordnet immer Sachen, auch Kleinteile, immer Baugruppen zugehörig zu. Und die Teile, die ihr ausbaut, die könnt ihr beim Ausbauen am besten schon mal so grob vorsortieren und schon mal vorbegutachten, ob die irgendwelche Schäden haben. Also alle Laufflächen und Lager und alles, was sich irgendwie bewegen muss, kontrollieren auf Brüche, Risse, Leichtgängigkeit, Abnutzung oder andere Beschädigung. Nun setzen wir den Kickstarter an, weil wir für die nächsten Arbeitsschritte den Kolben auf den oberen Totpunkt bringen müssen, also auf OT. Und zwar auf den Verdichtungs-OT. Also das ist der obere Totpunkt am Zylinder, wo der Kolben nicht mehr hoch und nicht mehr runter geht. Das ist quasi genau die Stellung, die wir auch einstellen müssten, wenn wir die Ventile einstellen. Also so, dass die Nockenwelle entlastet ist und dass die Ventile geschlossen sind. Und das ist super wichtig, denn nur so sind jetzt alle Bauteile entlastet, die wir nun abschrauben wollen. Wenn wir das nicht machen würden, dann wäre die ganze Spannkraft jetzt oben auf der Nockenwelle und damit auf dem oberen Ventildeckel. Und wenn man da jetzt dann die Schrauben einfach lösen würde, dann würden oben an dem Ventildeckel die Halteösen abbrechen. Thank you.
Wenn ihr diese Deckel abgeschraubt habt, dann müssen sich die Kipphebel bewegen lassen. Wenn es da nicht klappert, dann seid ihr im falschen OT. Das ist der Steuerkettenspanner. Der war bei diesem Motor eher wenig ausgefahren, was darauf hinweist, dass die Steuerkette noch sehr gut ist. Wäre die Steuerkette verschlissen, wäre der Spanner ganz ausgefahren. Weiter geht es mit dem Mechanismus der Dekompression. Wo hier unter diesem Deckel der Dekozug eingehängt ist. Und manchmal sind diese Deckel innen so verdreckt, dass der Dekohebel nur ganz langsam oder gar nicht mehr zurückschnallen kann. Bei allen Motoren, die länger standen oder die länger nicht bewegt worden sind oder die halt unglaublich lange nicht aufgemacht worden sind, kommt es halt immer wieder vor, dass Passhülsen festgegammelt sind, dass irgendwelche Dichtungen die Motorhälften zusammenhalten wie Bombe oder dass einfach irgendwelche Schrauben festgegammelt sind. Da wollen die Bauteile dann einfach auch mit freundlichen Bitten nicht sofort auseinandergehen. Und in solchen Situationen darf man nie die Geduld verlieren, sondern immer erstmal schauen, warum das jetzt so gut zusammenhält, ob man vielleicht eine Schraube vergessen hat und dann gucken, wie man dieses Problem am materialschonendsten lösen kann. Und manche Leute nehmen dann einfach immer sofort einen Metallhammer und fangen an, irgendwie da drauf zu hauen. Aber das ist in diesem Fall jetzt ja ein Magnesiumgehäuse und mit einem Metallhammer würde man solche Sachen oder halt diese Bauteile halt sofort beschädigen. Bei dem Deckel hier waren es diese beiden Passhülsen, die nicht raus wollten. Jetzt geht es weiter mit den Laufschienen vom Steuerkettenspanner. Die können wir nach dem Abschrauben beide nach oben aus dem Zylinder nehmen.
Nun können wir auch schon die ersten Kopfschrauben lösen. Und bei diesen beiden Hutmuttern findet ihr nach dem Lösen noch so dicke Unterlegscheiben darunter, die man hier auf dem Video jetzt gerade nicht so gut sieht. Dann die Kerze raus. Dann diese Kopfschrauben raus. Dann etwas sanfte Gewalt und immer auf die Kleinteile achten. Am besten ihr dokumentiert alles, was ihr macht, mit eurem Handy, denn Fotos mit dem Handy kosten euch nichts. Genau wie Videoaufnahmen, die ihr mit dem Handy macht oder Sprachaufnahmen, die ihr mit dem Handy macht. Das kostet euch alles nichts. Und egal, was ihr macht, das gilt auch für alle anderen Reparaturen, die ihr zum ersten Mal macht. Sachen, die ihr zum ersten Mal auseinandernehmt. Ihr müsst immer davon ausgehen, wenn ihr was auseinandernehmt und dann irgendwelche Schäden feststellt, in den Motoren jetzt zum Beispiel, dann müsst ihr dann erstmal die Teile bestellen. Die kriegt man manchmal nicht sofort und dann vergehen zwischen der Demontage und der Montage tatsächlich teilweise Wochen oder Monate. Wenn ihr was auseinandernehmt und dann direkt wieder zusammenbaut, dann weiß man noch, wie das zusammengekommen ist. Wenn man aber was auseinandernimmt und dann vergehen dazwischen irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, dann weiß man nach 8 Wochen nicht mehr, wie das da zusammengebaut gewesen ist. Darum auch hier, das sage ich auch immer in den Videos, Handy rausnehmen und alles filmen, alles fotografieren, Sprachaufzeichnungen machen und sagen, das war diese Hülse, die hat da oben drin gesteckt. Diese Hülse hatte noch so einen kleinen Gummiring oben drauf, der klebte unten in der anderen Dichtung drin und so weiter. Das kostet euch nichts, außer vielleicht ein bisschen Zeit, wenn ihr es zerlegt. Aber bei der Montage hilft das ungemein. Das ist nun der alte Kopf, den wir ja nicht mehr verbauen werden, weil unser Motor ja ein Haltbarkeitstuning von uns bekommt. Wir verbauen also beim Zusammensetzen Teile, die diesen Motor noch haltbarer machen werden. Und dazu gehören auch ein anderer Zylinder und ein anderer Kopf. Und die neuen Bauteile kann man leider nicht mit den alten Bauteilen mischen, weil zum Beispiel die Befestigungspunkte von dem alten Kopf nicht mehr mit den Befestigungspunkten vom neuen Zylinder übereinstimmen und umgekehrt. Hier, die Punkte liegen viel weiter auseinander oder wahlweise enger zusammen, je nachdem wie man es sieht. Am Ende dieses Videos erzähle ich noch ein bisschen was über dieses Haltbarkeitstuning. So, weiter geht's mit dem Zylinder. Und um den zu lösen, brauchen wir jetzt erstmal eine solche dünne Langnuss. Sonst kommen wir nämlich in die Schraubenlöcher gar nicht erst rein. Dann den Motor umdrehen und die Fußschrauben lösen. Und nun können wir den Zylinder abziehen.
Um nun den Kolben abzunehmen, muss man jetzt nur einseitig den Kolbenbolzen-Sicherungsclip rausnehmen. Der geht mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ganz easy raus, aber Achtung, der steht unter Spannung und fliegt gerne mal weit durch die Gegend. Und wenn man nun die Kurbelwelle nach innen dreht, dann kann man auf das Getriebe schauen und sich schon mal ansehen, was einen da so eventuell an Schäden erwartet. Aber wie gesagt, bei diesem Motor mit dieser Laufleistung sieht das Getriebe, wie zu erwarten, auch noch super aus. Auch hier wieder auf die Kleinteile und die Passhülsen achten und genau dokumentieren, wo bei euch was gesessen hat. Und das hier passiert ganz oft. Da bleibt nämlich die dicke Dichtung vom Ölfiltereinsatz im Gehäuse kleben und der neue Ölfilter wird dann von manchen Leuten einfach drüber gesteckt. Und dann können zwei Dinge passieren. Erstmal, der Ölfiltereinsatz passt dann natürlich nicht so rein, wie er reinpassen soll, weil man die dicke Dichtung alt auf die dicke Dichtung neu drückt. Und dann versuchen aber trotzdem Leute, das da reinzudrücken. So, und dann, wenn die das dann fest kriegen innen drin, es gibt Leute, die schaffen das, dann drückt sich natürlich das Öl aus der alten Dichtung und der neuen Dichtung dazwischen immer wieder raus. Was aber viel wahrscheinlicher ist, dass euch passiert ist, ihr macht den neuen Ölfilter rein, macht den Ölfilterdeckel drauf, fangt an, das festzuschrauben und das ist dann so unter Spannung, dass euch dann die Metalldeckelösen alle drei abbrechen oder eine abbricht. Das passiert nicht sofort, aber da ist dann so eine Spannung drauf, dass ihr morgens rauskommt an den frisch gemachten Motor und die Öse ist abgebrochen. Jetzt nehmen wir erstmal den Motordeckel kupplungsseitig ab und bauen die Kupplung aus. Den Kupplungseinsatz können wir in einem Stück rausnehmen und wir werden beim Zusammenbauen auch eine neue Kupplung verbauen. Nur die Federn, die werden von uns wiederverwendet. Dann benutzen wir hier dieses Spezialwerkzeug, um jetzt die Mutter von dem Korb zu demontieren. Ihr könnt aber auch einfach einen alten Kupplungsbelag nehmen und den zwischen zwei alte Kupplungsscheiben dazwischen nieten. Das funktioniert auch wunderbar, um den Korb zu blockieren.
Weiter geht's mit den Motorinnereien. Auch hier wieder darauf achten, die Bauteile zueinander gehörend zu sortieren. Und auf die Kleinteile achten. Denn wenn man sowas wie hier zum Beispiel so eine Reibscheibe vergisst, dann kann man sich gut vorstellen, dass das dem Motor nicht unbedingt gut tut. Hier lösen wir nun von diesem Arm erst diese Schraube und können dann den Hebel sofort ganz abnehmen. Und auch darunter diese Feder. Und auch der Hebel ist aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt und hat zum Beispiel hier noch diese kleine Zentrierscheibe dabei. Hier sieht man übrigens ganz gut, wie schnell so ein Halteblech auch mal abbrechen kann. Diese Muttersicherungsbleche, die ihr jetzt ja überall seht, das sind ja Metallbleche einfach, an denen eine Lasche hochgebogen wird, damit sich die Mutter darauf nicht mehr drehen kann. Die meisten Mutternunterlegscheiben dieser Art haben zwei Laschen, die hochgebogen werden. Und diese Laschen, die dürfen aber maximal zweimal verwendet werden. Denn es kann sein, dass die Lasche tatsächlich beim Hochbiegen, was heißt es kann sein, das ist so, dass die Lasche beim Hochbiegen und beim Runterbiegen natürlich an der Knickstelle spröde wird. Und dann auch irgendwann mal dann abbricht. Und wenn ihr dann die Flanke von so einem Sicherungsblech bei euch im Getriebe rumfliegen habt, dann ist euer Motor ruckzuck im Arsch. Darum, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt am besten neue Muttersicherungsbleche oder macht es zumindest so, wie wir euch das zeigen in dem Film, in dem wir den Motor zusammenbauen. So, und das, was wir hier gerade ausbauen, ist die Ölpumpe. Ölpumpen gibt es natürlich in den verschiedenen Motormodellen verschiedene Varianten und die unterscheiden sich nicht in der Bauart, denn vom Aussehen her sind die alle ziemlich gleich und passen auch überall. Die unterscheiden sich alle in der Ölfördermenge, das heißt es gibt schwächere Ölpumpen und es gibt stärkere Ölpumpen. Und bei dem Motor, den wir hier jetzt zusammenbauen, werden wir bei der Montage auch nicht die Ölpumpe wieder einbauen, die da drin gewesen ist, sondern aus der ganzen Serie die stärkste Ölpumpe verwenden.
Auch hier wieder auf alle Kleinteile achten und so ein Magnet ist auch immer hilfreich. Jetzt den Motor umdrehen und die anderen Motorhälftenschrauben auf dieser Seite lösen. Was ihr hier jetzt gerade gesehen habt, ist ganz schnöde das Rausschrauben der Ölablassschraube. Es gibt aber einen ganz bekannten Fehler, den viele Leute machen. Die lassen das Öl aus dem Motor, drehen dann die Ölablassschraube mit der Hand wieder rein, bis sie irgendwie so ein bisschen fest ist. Dann nehmen die den Motor raus, machen den Motor neu, bauen dann den Motor ein, füllen das Öl auf und die Ölablassschraube ist ja schon drin und ist schon dicht. Und weil die dicht ist, wird die dann nicht nochmal nachgezogen. Dann fährt man aber 20 Kilometer mit dem Motor und während der 20 Kilometer lockert sich die Ölablassschraube wieder, weil die ja nicht ganz festgeschraubt ist, fällt raus, man verliert das ganze Öl und der ganze Motor ist zum Satan gefahren. Darum nehmen wir an dieser Stelle immer ganz bewusst, genau jetzt, die Ölablassschraube komplett raus und lassen sie auch erstmal raus. Und um jetzt die Motorhälften endgültig voneinander zu trennen, nehmen wir jetzt den Schonhammer und klopfen damit von beiden Seiten die Motorhälfte schon mal ein bisschen locker. Und es gibt auf beiden Seiten des Motors gibt es Vorrichtungen, das sind so kleine Spalte, an denen man einen kleinen Hebel ansetzen kann. Geht nicht. Dazu über, nehmt einen Schraubendreher und versucht, die Motorhälften mit dem Schraubendreher auseinander zu berserken, weil damit macht ihr ruckzuck die Dichtflächen kaputt. Und das sind diese Stellen, wo ihr einen Hebel wirklich ansetzen dürft. Nun den Motor erhöht auf zwei Stücke Holz legen, sodass die Kurbelwelle frei in der Luft steht. Und dann muss man diesen Schaltwalzenstern so drehen, dass man die Motorhälfte abnehmen kann. Nun können wir die Motorhälfte abnehmen und alle Innereien rausnehmen. Die sind da nicht mehr verschraubt oder anderweitig befestigt, die sind nur gesteckt. Das hier ist das Getriebe und normalerweise sieht man hier deutliche Spuren des Straßenkampfs. Aber da dieser Motor so gut wie neu war, sieht dieses Getriebe natürlich auch noch tipptopp aus. Bis auf den Klassiker und das ist der fünfte Gang bei allen Motoren dieser Baureihe. Und warum ist das so?
Als dieser Motorradmotor konzipiert worden ist das Getriebe eigentlich nicht dafür ausgelegt worden, lange in einem Gang gefahren zu werden. Der Motor ist eher für unebenes Gelände gedacht, wo man viel schaltet. Und wenn man viel schaltet, dann verteilt sich natürlich auch die Abnutzung der Getrieberäder auf das ganze Getriebe. Nur werden alle Motorräder, die mit diesem Motor verbaut sind, auch sehr gerne für die Langstrecken eingesetzt. Und da ist man natürlich darauf angewiesen, immer im höchsten Gang zu fahren. Und das ist nun mal der fünfte. Und darum nutzen sich quasi alle anderen Getrieberäder gar nicht ab und der fünfte so oft. Und die Frage, kann man das irgendwie verhindern, dass sich der fünfte Gang so schnell abnutzt? Da ist die Antwort, leider nein. Und woran erkennt man ein kaputtes Getrieberad? Das erkennt man am Pitting. Pitting bedeutet in diesem Fall, wenn auf den Flanken der Getrieberäder, wie hier zu sehen, das Material ausgebrochen ist oder die Flanken eingerissen sind. Dann reiben die Flanken der Getrieberäder nicht mehr aneinander, sondern die zermahlen sich richtig. Das hier sind übrigens alles fünfter Gang Getrieberäder, die hier in den letzten Jahren so getauscht worden sind. Weiter geht's mit der Kurbelwelle. Und die drücken wir mit einem solchen Werkzeug aus. Auch diese Welle werden wir bei der Montage durch eine stabilere ersetzen. Jetzt nehmen wir noch das große Kurbelwellenlager raus. Dafür erhitzen wir zuerst mal eine ganze Zeit lang den Lagersitz und schlagen das alte Lager dann mit einem Kupferdorn aus dem Lagersitz raus. Ihr braucht dafür nicht unbedingt auch so einen Kupferdorn, es reicht auch eine alte große Nuss, die man auf das Lager auflegt und dann das Lager durch die Motorhälfte durchschlägt. Der Motor hier hatte wahrscheinlich irgendwas mit 15.000 oder 20.000 Kilometer auf der Uhr, wenn überhaupt. Darum wechseln wir hier jetzt nicht alle Lager, aber das könnt ihr bei eurem Motor natürlich immer selbst entscheiden. Und zuletzt bauen wir jetzt noch diese Ölansaugglocke aus. Und da kann man vorsichtig den Blechrand aufbiegen und dann da hineinsehen. Und da seht ihr unter dem Sieb dieses schwarze Gekrüssel. Das ist alles Zeug, das diese Ansaugvorrichtung im Motor im Inneren des Motors angesogen hat. Und das ist der Grund, warum man bei der Montage so gründlich und so sparsam wie möglich mit allen möglichen Arten von Dichtmaterialien und Dichtschmiermitteln sein muss. Denn alles, was dann hinterher auf der Dichtung ist und was quasi zu viel aufgebracht worden ist, das quetscht sich ja, wenn man den Motordeckel zusammenpackt, quetscht sich das ja aus der Dichtung raus, also auch ins Motorinnere hinein und fällt dann quasi in den Ölkreislauf und wird dann von diesem Sieb angesogen und das verstopft das Sieb natürlich. Und die Folge von einem verstopften Sieb ist natürlich, dass bestimmte Bauteile, also es kann da nicht mehr genug Öl angesogen werden und bestimmte Bauteile sind dann halt nicht mehr so mit Öl versorgt, wie sie mit Öl versorgt werden müssten. Und das kann dann natürlich sein, dass diese Bauteile dann beschädigt werden. Wenn das bei euch auch so aussieht, dann nehmt jetzt Bremsenreiniger und die Hochdruckpistole und reinigt damit dieses Sieb wieder von dem ganzen Zeug, was da jetzt drin war. Wie bereits gesagt, in einem weiteren Video seht ihr natürlich auch, wie wir diesen Motor wieder zusammenbauen. Und beim Zusammenbauen verbauen wir dann auch alle Verbesserungen, die man einem solchen Motor zuführen kann, um ihn noch robuster, noch haltbarer zu machen.
Unter anderem verbauen wir einen Zylinder mit einer größeren Kühlfläche und längeren Gewinden, sowie zum Beispiel auch eine andere Ölpumpe mit einer höheren Förderleistung. Das muss man natürlich nicht machen. Der Motor ist auch so recht robust. Wie gesagt, wir machen das. Ihr könnt natürlich je nach Zustand eure alten Teile wiederverwenden. Nur, wenn ihr irgendwelche Sachen sowieso austauschen müsst, dann würde ich empfehlen, vielleicht auch mal über diese Verbesserungen nachzudenken. So, das war's. Alle ergänzenden Fakten zu diesem Video findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das wirklich nachmachen wollt, dann rate ich, habt Geduld, lasst euch Zeit, dann klappt das auch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.